Herzlich willkommen zurück zu Marvels Midnight Suns mit Arezo. Ich bin Arezo. Wir sind in der letzten Mission. Nicht unbedingt im letzten Kampf, aber wahrscheinlich auch im letzten Kampf. Und davon in der zweiten Hälfte. Und momentan müssen wir mit Blade und Hunter hier ein paar Leute besiegen. Wir haben zum Glück einiges am Block. Leider haben die ein paar Brutmütter, die rumnerven. Wir müssen die beiden Befallenen hier besiegen. Außerdem müssen wir uns mit ein bisschen niedrigen FPS gerade rumärgern. Ich nehme an, einfach wegen der ganzen Partikeleffekte hier. Ich meine, wir haben die leuchtenden Leute, die schon ihre Siege gemacht haben. Wir haben den Rand der Map. Und wir haben Kisson hier im Hintergrund. Und alles bewegt sich. Dazu jetzt noch diese immer mehr werdenden Löcher im Boden. Niemand wird verschont. Vielleicht hast du mal Glück. Und meine beste Strategie hier scheint zu sein, die einfach runterzuwerfen. Deswegen arbeite ich weiter an dieser Strategie. Ich kann nicht mal kurz durchatmen. So, okay. Wir hatten hier wieder den Durst. Ja, damit können wir ein klein bisschen heilen. Wird auch Zeit. Klein bisschen Schaden hatten wir ja. Und wir haben Leute markiert. Das ist auch gut. So. Hier haben wir den heiligen Strahl. Okay, ja, die Monumente der Heilung damit loswerden. Wirkt vielleicht ein klein bisschen verschwendet, aber ich denke, das ist relevant, damit die nicht rumnerven können. Ja, wir gehen auf immer und immer niedrige FPS gerade. Also, ja, wir packen den Morgenstern mehr weg und gucken, was wir da bekommen. Daywalker, auch nicht unbedingt das Beste gerade. Schnellangriff, schon besser. So, sehr schön. Dann haben wir hier Lass sie bluten, das ist gut. Ein kleiner Konter. Und unerbittlich ist auch immer gut. Wir haben nur noch die eine Aktion, deswegen sollten wir der hier zuerst Schaden zufügen und dann. Okay, aus dem Winkel kriegen wir das nicht hin. Mit Hunter sollten wir aber. Oder auch nicht. Moment, wie viel kriege ich mit Sensenmann hin? Klein bisschen mehr, ne? Aber immer noch nicht genug. Oh, Moment. Unerbittlich ist jetzt gerade schnell. Na, dann sollte ich das benutzen, um Heldenmut zu farmen. Dann können wir hier den Klingensturm zum Beispiel verwenden. Und hier hätten wir eine 33% Chance. Das Spiel mag das hier wirklich gar nicht. Okay, ich denke, das ist nicht schlecht. Wir schwächen damit die auf jeden Fall ein ganzes Stück. Ich verstehe langsam.
langsam, warum man dich Hunter nennt. Das verstehst du jetzt. Okay. Und auch nur langsam. Okay. Dann gucken wir mal, ob wir den... Ja, wir können den dort reinwerfen. Das ist auch gut. So, dann haben wir hier nochmal die Mitternachtssonne. Sehr gut. Wir aktivieren das wieder mit Hunter. Und... Da hinten kommen wir nicht ran. Muss ich mir gerade Sorgen um Blade machen? Ich glaube nicht. Das sind nur zwei Angriffe und der hat ja noch... Oh, es sind drei Angriffe. Oh Gott. Okay, hoffen wir, dass er nicht stirbt. Sonst müssen wir die Mission von Wolverine an neu starten. Autsch. 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 Das war recht knapp. Es wäre wirklich nett, wenn du aufhören würdest zu nerven da hinten. Es wird keinen Widerstand geben. Okay, das war das. Wir müssen wieder von Wolverine aus anfangen. Die einzige, die noch steht. Und Begegnung neu starten. Nee, nicht Begegnung. Mission neu starten auch nicht. Nee, zum Hauptmenü und dann von Wolverine aus laden. Allerdings, wenn wir mit Wolverine das generell so leicht machen können wie beim letzten Mal, vielleicht könnten wir direkt tatsächlich bei Blade starten. Und Spiel laden. Wo ist es? Wo ist es? Wolverine Speicherpunkt. Bei Wolverines Fähigkeit scheint ja direkt darauf ausgelegt zu sein, die direkt am Anfang zu besiegen. Im zweiten Zug. Okay. Ja, wir haben Seeds Gunst und Midnight Spezial von Anfang an auf der Hand. Ausweiden brauchen wir eigentlich nicht wirklich, ne? Gestank der Angst brauchen wir nicht. Berserker können wir benutzen. Wenn's gut werden soll, macht man's selbst. Dann haben wir hier den Sprung des Todes. Wir benutzen den mal für zwei hiervon, dann doppeln wir nicht die Doppler. Ich habe so etwas schon mal gesehen, vor Jahrhunderten. Wunderbar. Den schnellen Hieb können wir behalten. Ja, hier können wir noch einen Kraftschnitt machen. Warum nicht? Okay, noch einfacher. Und Zug beenden. Da kommt die Verstärkung. Okay, die Doppler doppeln hier rum. Das ist auch nicht so nett. Okay, wie viele Gegner haben wir jetzt gerade auf dem Feld? Nicht mehr als 9, oder? Zu leicht. Mal sehen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja, das sollte hinhauen. Und Midnight Spezial. Thank you.
Ja, das war was. Und Siege etablieren. Ach Moment, ich hab wieder nicht nachgeguckt. Ich habe es beim letzten Mal schon gemacht, die Mitternachtssonne ausgespielt, um den Heldenmut zu bekommen. Und jetzt werden wir tatsächlich gleich mal sehen, ob wir den Heldenmut dann behalten. Jetzt haben wir auch wieder übrigens vernünftige FPS gerade. Das ist wahrscheinlich gleich wieder weg. Okay, wir starten tatsächlich mit den vier Heldenmut. So, Zug beenden. Hi Leute. Oh, die Mitternachtssonne ist diesmal bei dem Hündchen. Das ist wesentlich leichter. Da braucht ihr schon mehr Leute. Okay, dann speichern, weil, wie gesagt, es war... Okay, nee, wir brauchen einen neuen Speicherplatz, weil ich den nicht umbenennen kann. Blade Speicherpunkt. Okay. Wir sollten zuerst Lassie Bluten benutzen, weil wir damit zwei Karten ziehen. So, okay. Okay. Haben wir irgendwo einen Schergen hier? Nein, haben wir nicht. Okay, dann benutzen wir jetzt Ostschuhs Geschenk. Jetzt könnten wir zum Beispiel die Dleve benutzen. Ne, wir sollten die Dleve erst benutzen, wenn wir hier ein bisschen Blutung verteilt haben. Wahrscheinlich haben wir einen falschen Ansatz verfolgt, indem wir uns am Anfang hier um den Blocker versucht haben zu kümmern. Wir sollten uns erst einmal um die anderen Leute hier so kümmern, die wir hier haben. Sollten dich fürchten. So, durch Kaltblütig haben wir noch ein bisschen mehr Blutung verursacht dort. Anvisiert, okay. Provoziert, okay. Es kommen noch mehr. Der Durst, wir bekommen mehr Nachziehen dadurch gemacht. Allein schon dadurch lohnt es sich. Schließe die rein, wenn du diese Anhalt angreifst, werden alle Lillen provoziert. Ja, dann ist es doch das. Deine Gewalt sollte man nicht unterschätzen. Okay, das war das. Dann wechseln wir auf Hunter für die Mitternachtssonne. Und benutzen den Klingensturm und gucken, ob wir die hier loswerden können. Obwohl wir das wahrscheinlich versuchen sollten, sobald wir sie noch ein bisschen geschwächt haben noch. Wir fürchten den Tod nicht. Solltest du vielleicht. Zwei Aktionen haben wir noch. Okay, hier haben wir das kraftvolle Zurückwerfen, das wir auch noch versuchen können. 25% Chance. Sehr gut. Den sind wir losgeworden. 58% Chance probieren wir natürlich auch, aber wir gucken, ob wir noch andere Leute treffen können. Können wir tatsächlich. Und tschüss.
Okay, zwei Befallene sind erledigt. Jetzt warten wir ab, bis uns das Spiel wieder spielen lässt. Aktion erstattet auch noch, sehr schön. Tja. Was jetzt? Mit Unerbittlich kriegen wir die hier nicht tot. Mit Daywalker erst recht nicht. Dann würde ich sagen... Moment, das ist kostenlos und wir ziehen damit eine Karte. Dann machen wir das mal. Ein weiterer Klingensturm. Leider ist die momentan nicht wirklich in Reichweite. Aber das können wir ja ändern. Gleich noch ein bisschen Schaden verursacht. Und sie verwundbar gemacht, um noch mehr Schaden zu verursachen. Und... Leider weiter nicht wirklich in Reichweite. Aber wir können sie betäuben. Das ist auch mal was, ne? So gut wie erledigt. Ich meine, wir können die auf ganz klassische Art und Weise besiegen auch. Ist nur eine Beschwörerin. Deine Moves können sich sehen lassen, Hunter. Und jetzt können wir immer noch unerbittlich benutzen. Weil es gerade kostenlos ist. Ich hätte das vorher machen sollen, weil sie jetzt wieder aufgeweckt wurde. Unmöglich, das Wasser reichen. Und ich dachte, Manthing wäre hässlich. Okay, dann haben wir hier nochmal den Durst zum Nachziehen. Jetzt sind die markiert, aber das bringt auch nicht so viel. So, dann werfen wir hier noch was rauf. Und ich würde sagen, das war's tatsächlich. Da haben wir die Mitternachtssonne beim Doppler. Nicht so nett. Das heißt, wir sollten wirklich versuchen, die Beschwörerin zu erledigen einfach. Bald sind sie da. Die steht jetzt hier auch schön wieder am Abgrund. Ich will nicht. Aber ein schön gezielter Angriff. Ja, Monument der Heilung heilt. Blutung blutet. Sehr schön, immer schön weiter bluten. Sie haben es auf mich abgesehen. Du bist paranoid. Ich spüre, wie sich ihre Verderbnis ausbreitet. Ja, hier reicht einfach die Reichweite nicht. Aber wir können Gaeas Segen mal benutzen. Mal sehen, ob das jetzt hier dran was ändert. Nee, leider nicht. Okay, wir können auf jeden Fall mal die heilige Flamme hier benutzen. Dadurch wird die verwundbar. Das ist ein hübscher Trick. So, dann ziehen wir Morgenstern nach. Heiliger Strahl. Obwohl, sollte ich heiliger Strahl benutzen? Ich guck mal lieber, wir packen Lassie Bluten weg. Heiliger Funke ist besser. Wir müssen auch auf den Heldenmut wieder achten, ne? Für die nächste Runde. So, Blade, Siegel bitte.
Wunderbar. Fast geschafft. Noch ein Siegel und es ist vorbei. Gut, Nico. Wir haben ihr erst am Ende, nicht der letzten Folge, sondern kurz, also in der Vorbereitung, haben wir ihre legendäre Fähigkeit noch verbessert. Leider, wenn wir Mitternachtssonne spielen, zählt das ja nicht mit rein. Okay, alles aufgeräumt, bis auf die eine Beschwörerin, die liegt hier noch rum. Gut, wir müssen hier mal die Folge beenden. In der nächsten Folge, ja, mit Nico gegen die anderen. Aber wir sammeln hier schon 5 Resistenz haben wir hier angesammelt und wir haben noch die Stärkung. Also das ist ein guter Anfang. Okay, also ich hoffe, es hat gefallen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, lebt wohl, hinter das Kommentare und adios.